You need to know that I'm a So, damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Wreckfest. Ja, es ist soweit. Die 1.0 ist draußen. Das Spiel ist released für den PC. Im November kommt es dann auch für Xbox One und PS4. Und wir dürfen endlich loslegen. Und das Schöne ist, ich musste meine Karriere noch nicht resetten. Sobald das Spiel geupdatet wird auf die 1.0, wird der ganze Spielstand sowieso resettet. Und wir können neu loslegen. Weil ich wollte sowieso die ganze Karriere jetzt nochmal in der finalen Version von vorne bis hinten als richtiges Let's Play durchzocken, weil ich da einfach Bock drauf habe. Und ich hoffe, ihr doch auch Bock drauf habt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wie wir gerade hier sehen, direkt mal das Hauptmenü, hat sich nochmal massiv geändert. Die haben jetzt nochmal eine Art Mode, keine Patches mehr gebracht, weil noch ein bisschen was im Hintergrund zu tun war. Und ja, sie haben das ganze Menü und so nochmal angepasst, schöner gemacht. Und man sieht im Hintergrund außer ein Auto, was man gerade fährt. Das finde ich sehr, sehr geil. Weil vorher hat man so eine Werkstatt gesehen oder den Rennen natürlich. Jetzt sieht man auch im Hauptmenü sein aktuell ausgewähltes Fahrzeug, weil das ist unser Wagen, den man am Anfang bekommt. Der Rocket, das ist nämlich das Startfahrzeug jetzt hier in Wreckfest, das man fahren darf. Und ja, wir sehen auch mittlerweile alles in Deutsch, wunderschön. Und ja, mit dem Kollegen dürfen wir heute unsere Karriere loslegen. Und ich würde sagen, bevor wir in Lackierungen oder, wisst ihr was, wir gucken mal in Upgrades schon mal rein. Weil sie haben neue Sachen hier hinten reingefügt, nebenbei überall neue Icons auch reingefügt. Das ist auch ein Fakt, der auch vielleicht erwähnt werden sollte. Da, genau, da müssten nämlich hier, ne, warte mal, wo ist denn das? Diese extra Mods, die finde ich nämlich gerade gar nicht. Vielleicht schaltet man die einfach frei, weil hier sind die nicht da. Ne, Panzerung und Optik, genau. So, hier müssen nämlich jetzt neue Sachen dabei sein, die wir jetzt draufpacken können. Was ist das? Ein Haifisch, geil. Wir können halt. Ist das nicht der Hai aus große Fische, klein, nee, kleine Fische, große Haie oder sowas? Wenn ich mich nicht irre, den gibt es ja noch. Und zwei andere Sachen, die wir noch nicht kaufen können. Ich hoffe mal, da kommt noch mehr, weil ich habe das damals so angekündigt. Hier, ey, wir haben geil viele tolle Sachen, aber bisher ist nur drei Sachen dabei und der Hai ist eine. Egal, wir machen jetzt noch nichts an unserem Wagen. Wir haben keine Erfahrungspunkte, wir haben kein Geld. Deswegen, was ist der erste Punkt, den man anläuft, um Geld und Erfahrungspunkte zu machen? Genau, die Karriere. Und das ist unser Ziel. Die wollen wir jetzt machen. Und die ist eingeteilt in die Regional Juniors, die National Amateurs, die Challengers, Pro National Internationals und die World Masters. Und wir fangen natürlich in den Regional Juniors an. Und alter Verwalter, die Icons sind echt hübsch geworden. Junge, Junge. Also wenn man die letzten Folgen mir angeguckt hat, haben sie jetzt nochmal richtig was gemacht. Das sieht ja richtig schick aus. So, wir haben drei Events zur Verfügung. Wir können entweder das Lawnmower Deathmatch machen. Dann Demolition Racing. Ja, hier, die geborenen Demolierer. Und ich habe irgendwie Bock auf die geborenen Demolierer. Wisst ihr was? Wir fahren mal so eine 4-Rennserie zum Start. Kann man direkt mal machen, würde ich sagen. Und ja, wir haben 4 Events. Die nächste Strecke ist Midwest Motor Center. Oh, die haben jetzt auch richtige strenge Namen bekommen. Mein Gott, da hat sich ja viel getan auf jeden Fall nochmal. Junge, Junge, die haben ja nochmal richtig reingehauen, die Jungs. Respekt an Bugbee auf jeden Fall. Dem Ball kann ich Spiel nur empfehlen. Kauft euch, das ist auf jeden Fall wert. So, Klassement. Ja, jetzt haben wir Rocket sogar gut aufgestellt, haben sogar das schnellste Auto hier im Feld. Und, soll mal kurz richtig hinsetzen. Jetzt gucken wir mal kurz. Wir können hier noch ein bisschen was machen. Und Schaden am Fahrzeug, wir spielen mit realistischen Schaden. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Und, Schwierigkeitsgrad kann man hier nicht einstellen. Warte mal, wir gehen nochmal kurz zurück. Wo stelle ich den Schwierigkeitsgrad ein? Kann ich überhaupt einstellen? Einstellungen, so. Gameplay. Nee. Ich sehe nicht, dass ich irgendwo einstellen könnte, welchen Schwierigkeitsgrad ich spielen möchte. Das sehe ich so spontan nichts. Ich bin nicht irre. Nö. Okay, dann ist wohl automatischer Schwierigkeitsgrad anscheinend aktiv. Den gab es ja vorher nicht. Vorher konnte man ja auswählen, welchen Schwierigkeitsgrad man haben wollte. Und ja, ich würde sagen, dann passt das so, wir fahren jetzt einen Schaden und ich würde sagen, wir starten in den ersten Tag. Und, oh, die Ladescreens sind auch neu gekommen. Junge, Junge, ey, Jungs von Bugbear, die haben mal richtig nochmal reingehauen, die haben nochmal richtig schön geupdatet und das Spiel auch wirklich, ja, zu einem richtig finalen Spiel aussehen lassen. Das sieht nämlich wirklich alles sehr, sehr schick aus. Ich habe ja mich viel über die Overlays noch beschwert und allem und ja, da haben die Jungs auf jeden Fall nochmal reingehauen. Das ist nämlich sehr, sehr taco, das gefällt mir sehr, sehr gut. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, wie gesagt, wir zocken in diesem Let's Play die ganze Karriere durch. Es wird auch noch Multiplayer was geben und allem drum dran. Das wird natürlich alles noch kommen, keine Sorge. Weil wir haben noch genügend andere Sachen zu zeigen und zu machen und zu tun. Und die werden wir auch tun, weil das ist Wreckfest und es ist ein Demolition Derby Spiel. Und das ist an sich ziemlich geil. So, da haben wir unsere Gegner. Welcome to Midwest, Motor Center, Hauptschleife. Ach krass, wir haben auch so ein Depot, wo unser Wagen vorher steht. Mit geiler Musik im Hintergrund. Alter, Junge, Junge, Bugbear. Warte, meine Haare sehen aus wie Sau, aber das muss ich jetzt einfach tun. Ich ziehe jetzt einfach mal kurz meinen Hut. Das macht hier echt gut. Meine Haare sehen aus wie Katastrophe. Das lag daran, weil wir gerade noch in meinem Auto Wasser machen waren. Dementsprechend bin ich ein bisschen fertig. Aber das muss jetzt trotzdem sein. Das war mir jetzt egal.
Ah, hier kann man die Schwierigkeitsgrad einstellen. Okay, gut, hier geht das. Aber erst das mal an, das machen wir ruhig halb, auch halb. Schwierigkeitsgrad. Gehen wir ruhig auf Experte, normal Amateur, Neuling gibt es, wir spielen aber Experte. Höchstwahrscheinlich werden wir da nicht unbedingt gewinnen, aber das ist nicht unbedingt das Ziel. Man schafft die Karriere auch ohne Gewinn und ich will ja möglichst viel Spaß haben. Dementsprechend würde ich sagen, passt das soweit. Wir gehen jetzt erst rein hier in Wreckfest in der finalen Version des Spiels und ich bin sehr gespannt, was jetzt erwarten wird. So, ab geht die Party. Das ist hier im Rocket unser Starterfahrzeug. Oh, die KI klopft sich ja schön. Wir halten uns noch ein bisschen draußen, solange es geht. Aber wir fahren ja auf realistischen Schaden. Dementsprechend müssen wir ein bisschen aufpassen. Zugeberührungen könnten nämlich daran enden, dass wir rausfliegen. Das hat wurde auch noch ein bisschen angeändert. Ihr seht, die Front oben von Position und Runde wurde nochmal hübscher gemacht. Jetzt hier auch mal ein bisschen hübsch an. Und wir müssen Gegner rausdrehen. Dafür gibt es ja nochmal XP. Die wollen wir natürlich haben. Mit XP schalten wir levelfrei Autos sowie auch Teile. Und alle Sachen, die wir natürlich auch haben wollen. Dementsprechend, komm mal her, Kollege. Na, du willst nicht? Okay, dann lass ich dich mal in Ruhe. Oder mich jetzt gerne rumdrehst. Wir müssen ja auch ein bisschen um den Sieg fahren. Wir drehen, weil es 4 Rennen sind. Wir wollen natürlich am Ende auf dem Podium stehen. Oder zumindest wir wollen eigentlich auf Platz 1 stehen. Sagen wir mal ehrlich. So, da vorne fliegt der Zug ein bisschen raus. Ein super Verschnitt. Der vibrierende Esel. Hoppala, Blechschaden. Oh, ich muss noch welche rumdrehen hier. Aber ich glaube, das gilt für alle vier Events, dass wir dem rumdrehen. Das ist nicht nur für ein Event die Challenge. Ob ich es sowieso mache. Ja, den kriegen wir nicht. Ne, leider nicht. Aber der Mustang, der schlägt sich hier sehr gut. Der Rocket macht auf jeden Fall gute Arbeit. Alter, wo kam der denn jetzt her? Was war das für eine Aktion? So, jetzt sind wir auf Platz 2. Jetzt heißt es da vorne mal den Kleinen da einfangen. Der soll ja nicht so einsam fahren. Ne? Wir möchten ja ein gemeinsames Fahren haben. Die Leute sollen ja auch nicht sich einsam irgendwie schämen und sonstigen. Dementsprechend, da versuchen wir jetzt mal aufzuholen und den holen wir uns mal. Oh Gott, ja, ich habe damit gerechnet, dass ich einen Schlachen recke. Rivalen daraus von Crash und deinen Rivalen, um dich zu rächen und Bonuspunkte zu erhalten. Ja, dafür müsste mein Rivale aber heute mir vorbei. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt auch über die Rennen hinaus mein Rivale bleibt. Also der Meister zumindest. So, mal abwarten. Weil Vanny, glaub nicht Erster. Der Kleine, der fährt da vorne entspannt sein Rennen. Der wagt es auch nicht, mal einen Fehler zu machen. Der holt sich immer den entspannten Sieg. Aber ich würde sagen, Auftaktrennen auf Experte, da kann man mit Platz 1, Platz 2, denke ich mal, auch gar nicht mehr so unzufrieden sein. Wir haben ja noch 3 Rennen vor uns, also die Meisterschaft ist ja damit nicht gelaufen. Aber na gut, Jodahan hat gewonnen und wir werden Zweiter. Na gut, okay. Na gut. Oh, wir haben schon Bars für unseren Rocket bekommen. Seitenbars. Da können wir den schon ein bisschen auf den Demolition Derby anpassen. Und fast Level 2. Nice. So, zweite Rennstrecke geht's an. Und das geht jetzt weiter hier in Severlax Sandpit. Eine kurze Strecke. Aber geil, die haben alle Namen bekommen. Ich habe echt gedacht, die bleiben bei Sandpit 1, 2. Das wäre natürlich schade gewesen. Aber das gefällt mir sehr gut. Ich würde sagen, gehen wir direkt ins zweite Rennen. Wir fahren die 4 Rennen schön durch. Die erste Mal, die können wir uns ruhig mal in der ersten Folge gönnen. Das können wir ruhig mal machen. Habe ich auch hart Bock drauf und ja, ich hoffe, ihr auch. Wie gesagt, Multiplayer wird es geben, es wird auch Streams geben und sonstigen zum Spiel, weil ich habe einfach hart Bock drauf. Erst recht, weil ich jetzt weiß, mehr von euch haben natürlich Zugang, aber die Early Access konnte man natürlich nach der Zeit nicht mehr bekommen. Dementsprechend habt ihr natürlich jetzt auch die Möglichkeit, das Spiel zu holen. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, es lohnt sich auf jeden Fall. Dementsprechend ist es auf jeden Fall ein geiles Spiel. So, gehen wir in Runde 2, Rennen 2. Hier durch. Turm fahren, realistisch schadet mir eigentlich ein bisschen aufpassen. Wir hatten im ersten Rennen noch sehr viel Glück, was Destruction angeht. Die Grafik ist auch echt schick geworden. Die haben, glaube ich, Grafik haben sie auch noch ein bisschen was gemacht. Wir spielen jetzt natürlich auch maximale Details. Mehr geht nicht. Und es läuft, wie ihr seht, butterweich. Butterweich in Full HD. JK wäre jetzt, glaube ich, wieder was anderes, aber. Oh, fuck! Nein. Großer, grober Fehler. Oh, scheiße. Das hat natürlich jetzt sehr viele Plätze gekostet. Okay, Rivalen hält, sind nur für das eine Rennen. Okay, wenn der Fibo nochmal rankommen soll, der kriegt auf jeden Fall auf den Sack. Wir müssen erstmal wieder versuchen, nach vorne zu kommen, weil wir wollen ja eigentlich gute Punkte holen, ne? Erste Rennen ist der Platz war ja gut für die Meisterschaft. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das irgendwie auch in die nächste Rennen reinholen können, weil sonst bringt uns das ja leider gar nichts. Da ist unser Mannschaftsgerät. Jodahan war nämlich Erster. Also sind wir noch vielleicht in der Mannschaft ganz gut dabei. Wenn der hier auch nicht Erster wird und dann auch weiter hinten landet, ist das natürlich gut für uns. Super! Wir müssen dann immer noch die Challenge mit dem rumdrehen.
muss man vielleicht immer noch dran denken, dass wir da uns ein bisschen bemühen, den Jungs und Mädels hier mal ein bisschen das Leben schwer zu machen, weil aktuell Platz 9. Eieiei, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Wir müssen noch irgendwas machen, nehmen wir bei Cockpit-Perspektive und so geht's natürlich auch, aber ich fahre lieber aus der Folgeperspektive. Da hat man hier einfach mehr Übersicht. Eieieiei! Aber man muss wirklich sagen, es ist krass gepolished worden. Also im Vergleich zu dem 1,5 Monate vorherigen Update, das ist so ein Fortschritt, dass wir im Hintergrund noch weitergemacht haben. Es wirkt halt wirklich wie ein fertiges Spiel. Und da muss man wirklich sagen, so sollte Early Access ablaufen. Wir haben wirklich ein richtig gutes Spiel rausgemacht. Muss ich Bugbear einfach mal sagen, Respekt dafür. Oh, der krass nochmal vor mir. Den können wir vielleicht noch voll zu gut machen? Nein, da werden wir selbst berührt. Ei, fuck. Oh, shit. Ja, und da verlieren wir wieder unsere Plätze. Nein, volles Chaos. Wir sind noch Siebter. Werden wir vielleicht sogar Achter? Der Sechster meine ich. Nee, leider nicht. Alter, was war das denn gerade noch bitte für ein Chaos jetzt gerade kurz vor Ziel? Da hat sie nochmal richtig gescheppert. Puh. Wo ist unser Hauptkonkurrent? Jolla Hanno, 13er geworden. Damit sind wir insgesamt eine Meisterschaft. Ah, ne, gibt's eine Meisterschaft? Müsste eine Meisterschaft. Gibt's eine Meisterschaftstabelle oder sind es wirklich nur einzelne Rennen? Klassement. Ne, es gibt dann insgesamt mal. Okay, wollte ich schon sagen. Wir sind damit aktuell auf Platz 2. Evil Tom, ja, ist mit 7 und 1. Jolla Hanno ist jetzt auch kein Konkurrent mehr. Wo ist denn der 4.? Also, haben wir Evil Tom mit dem El Matador ist auf jeden Fall dabei. Und der Speed, der DJ Cavino im Speed Demon. Der ist mit mir sogar punktgleich. Also wir haben noch Chancen. Es sind noch zwei Rennen vor uns jetzt hier auf dem Firewalk. Raceway ist die nächste Strecke, die uns erwartet. Natürlich präsentationstechnisch ist die Karriere jetzt nicht super geil. Also es gibt keine Cutscenes oder sonstigem. Das habe ich auch nicht erwartet. Das ist mir aber auch relativ egal. Es gibt auch wieder Special Events noch mit Mähdreschen und so ein Scheiß. Also es wird noch relativ lustig. Wir können auch viel Scheiß machen. Oh, das Rasenmäher-Derby gibt es ja immer auch noch. Dementsprechend haben wir da noch ein bisschen was zu tun. Und dann schauen wir mal. So, Rennen Nummer 3. Crash mindestens 3 Gegner ist immer noch das Ziel. Okay, die Gegner, die Ziele sind immer pro Rennen. Die Ziele sind pro Rennen, nicht pro, pro Meisterschaft. Fände ich pro Meisterschaft besser geworden, weil 3 Gegner drehen pro Rennen ist dann schon hart bei 3 Runden Rennen. Weil da musst du schon sehr drauf anlegen, den Nonstop auf 6 zu fahren. Jetzt bin ich mal gespannt, was der als Crashen zählt. Was heißt für dich Crashen? Ist das, wenn ich hier hinten reinfahre, Crash? Nee, offiziell nicht. Okay, komisch. Da weiß ich nicht, was der unter Crash wird. Doch, Anzahl rausgecrashter Fahrzeuge, okay. Ja, kloppt ihr euch mal ein bisschen? Ich mag es ja, die Gegner sich ein bisschen gegenseitig lieben, weil dann brauche ich mich nicht drum kümmern, mit denen Liebe zu treiben. Sieht aber ganz schön aus mit der Sonne und allem. Kann sich schon sehen lassen. So. Wir wollen die Meisterschaft holen. Dementsprechend rasieren wir alle Schilder, weil wir gegen Werbung sind. Das ist anscheinend unser Slogan, den wir damit vertreiben wollen. Guten Tag, die Jungs. Guten Tag. So. Ja, eine Meisterschaft wird nicht so leicht geworden. Das war nebenbei nicht rausgecrashed, was ich nicht ganz verstehe. Ich denke mal, rausgecrashed, weil sie noch Sekt waren. Also wieder eine Challenge, die ich im Rennen nicht schaffen werde, weil ich jetzt schon Zweiter bin. Aber wir haben, wie gesagt, Kind. Oh, Platz 4 ist Humperpopper. Ich kann auch, wie das ausgesprochen wird. Guten Tag. Okay, das war jetzt nicht so. Das war jetzt gar nicht mal so effizient, wie ich gedacht habe. So ein scheiß Pickup wiegt ein bisschen was, mir aufgefallen ist. Ups, Alter. Ja, ich wollte die Handbremse ziehen, nicht zurücksetzen. So, komm, bitte lass mich in Ruhe. Ich will einen schönen Sieg reinholen. Die Meisterschaft ist mir nämlich sehr, sehr wichtig. Ich würde gerne die erste Meisterschaft hier im Let's Play gerne mit dem Sieg abschließen. Das wäre unglaublich geil. Das glaubst du gar nicht. Also bitte halt ein bisschen Abstand, lass mich einfach in Ruhe. Hier, fang ein paar Reifen. Komm, hier, spiel mit den Reifen. Nein. Verpiss dich. Boah, fuck, fuck, fuck. Nein. Nebenbei schöner Soundtrack im Hintergrund. Ich hab ein bisschen Schiss vor der ersten Kurve. Fahr mir nicht rein, bitte fahr mir nicht rein. Jo, Falter, geh einfach weg, komm. Komm, spiel, geh mit dem Mann das Spiel. Nimm Platz 3 oder so. Aber lass mich bitte in Ruhe. Drehst mich jetzt irgendwie rum. Ah, erster Stupser. Das ist eine schöne von KI, die eher auf Crashen ausgelegt ist. Die fällt nicht so passend. Das ist ganz angenehm. Solche Experten-KI sowieso mehr drauf gepolt, die mehr auf den Sack zu gehen. Nein, nein, nein. Oh, voll verkackt. Komm, zieh, Kleiner. Nebenbei, die Hände bewegen sie immer noch nicht, ne? Schon mal aufgefallen? Das ist schade. Die Armbewegung ist weiter nicht da. Ich weiß nicht, ob es nur in der deutschen Version ist, dass einfach denkt, das sind Dummies und keine Figuren, weil es gab ja damals bei Flair immer die Probleme, deswegen hatten die ja in der deutschen Version noch mit Dummies, weil das ja sonst zu brutal gewesen wäre, Menschen aus der Scheibe rauszuschmeißen. Ja, okay, ich sehe den Punkt. Aber dennoch. Weil man weiß ja, dass es keine echten Menschen sind.
Gut, das Rennen lief ja mal sehr gut. Ich würde mal sagen, oh, da haben wir, oh, wir haben neue Felgen bekommen. Ja, da können wir nach dem, ey, und Spannungsfilter haben wir auch noch bekommen. Ja, nice. Also den Spannungsfilter haben wir freigeschaltet, aber wir haben Reifen bekommen. Wir können jetzt mal kurz in die Werkstatt gehen. Theoretisch müsste man den jetzt schon customizen können, oder? Wenn ich jetzt hier auf Design, ach krass, es gibt, ui, das gab es ja vorher auch alles nicht. Das reicht mit dem, was, damit man weiß, was es ist. Geil. Nein, wir bleiben bei der amerikanischen Flagge. Das sieht schon ziemlich geil aus. Fahrer lassen wir auch so. Ja, speichere ruhig einfach mal. Upgrades, genau. So, ich würde mal gucken, weil wir haben neue Reifen. Ach, die zwei haben wir einfach nur freigeschaltet. Die müssen wir trotzdem selber kaufen. Wie sehen die denn aus? Das wäre natürlich schick. Das sind ja natürlich schicke Felgen, ne? Was haben wir so Bodykit-technisch bei dem Ding? Wisst ihr was? Tuning machen wir in der nächsten Folge. Wir lassen den Wagen erstmal so. Wir geben erstmal kein Geld. Erstmal Geld verdienen. Im Moment sind wir auch nur Benzinverschwender. Dementsprechend müssen wir erstmal Geld verdienen. Klassement stehen wir auf Platz 1, jetzt sogar mit einer guten Führung. Da hat nämlich keiner so gute Ergebnisse wie wir reingefahren. Das ist natürlich sehr sexy. Also können wir uns hier auf dem Sandstone Speedway in der kurzen Route ein bisschen ausruhen. Ich denke mal, so Top 5 Finish sollten wir trotzdem fahren, aber dann sollte eigentlich ein Meisterschaftssieg hier nichts im Wege stehen. Das wäre natürlich mehr als geil. Aber erstmal abwarten, mal gucken, was dabei so geht. Und dann schauen wir mal. Ich bin gespannt. Aber ist schon mal ganz gut, dass wir so weit gekommen sind. Nebenbei ein paar Tipps sind noch auf Englisch, also ein paar Übersetzungssachen sind noch nicht drin. Aber schauen wir mal. So, das finale Rennen steht an, hier in der Meisterschaft. Da wollen wir uns mal den Sekunden, habe ich gehört, ne? Sieht halt wirklich nochmal deutlich anders aus, als das, was ich vorher gespielt habe. Junge. Ja, verklappt ihr euch mal wieder alle. Ich bin der Glückliche, der hier vorbeizieht. Wer Meisterschaften gewinnen will, der darf sich nicht nur aufs Rammen konzentrieren. Push dich mal bitte. Ah, vor uns ist Das ging ja sehr so schnell an der Motor. Oh Gott, zu weit raus. Wow, fick dich. Voll von Idealien gehabt. Aber Gott sei Dank noch nicht überholt. Alles gut. Hoppa. Really? Ja, echt? Ich falle echt aufs Heck. Willst du es ausprobieren? Oh Gott. Komm, jetzt hau ab jetzt. Komm, nimm die Reifen mit, verpiss dich. Ich will hier um den Sieg fahren. Brauche ich zwar nicht, aber mein Ego schwirrt mir darum. Bitte fahre um den Sieg. Mein Ego ist ein Arschloch. Warum ist der Motor von dem da hinten eigentlich so fucking laut? Jetzt mal keinen Scheiß, aber ich den Kleinen immer noch schreien. Dein schlimmster Albtraum kommt. Oh fuck, dein schlimmster Albtraum hat ganz schön krass den Bremspunkt verpasst. Hoppa. Ach, die haben echt nochmal einen Grafikfilter drüber gelegt, glaube ich. Das sah nämlich alles nicht so aus. Also wir sind jetzt nochmal alles hübscher geworden, deutlich. Der sieht halt deutlich mehr gepolished aus, man sieht es halt einfach. Der ist ein starker Gegner. Hoppa. Komm schon, Mustang! Komm, ich mach dir das Leben zur Hölle. Oh, fuck, Zäune. Oh, von hinten kommen sie auch noch an. Der ist gerade nicht alleine an mir dran. Ich darf jetzt keine Bremsbrücke versemmeln, sonst habe ich die ja halt schnell in der Seite hängen, dass ich gucken kann, ne? Hoppa, da wollte ich die Hinterachse mal ganz kurz ein bisschen Tango tanzen. Eieiei, das war zu spät. Und dann macht die Lenkung auch rauf. Ja, aber das sollte ich ja eigentlich nach Hause holen. Sind ja auch SES-Events, ne? Ja, dann kann ich ja noch mal ein bisschen hier mir so ein bisschen Vorrang lassen. Aber wir sind ja nicht bei schnellen Autos. Der Rocket ist ja das langsamste Auto mit dem Spiel. Also sonst wäre es ja nicht das Starter-Auto. Zack. Hier, fangt Holzlatten. Komm, baut euch einen Baum aus und lasst mich in Ruhe. Aus Protest habe ich ja noch mal das Mikro rausgedreht. Muss man mal machen können. Alter, Mann ey! Kacke! Kurz vor Ziel, die letzte Kurve halt voll hart versemmelt. Gott sei Dank ist er mit dem Elmbutton noch mal in Schlingern gerade, weil ich noch berührt habe, aber eieiei. Aber na gut, wir haben jetzt trotzdem gewonnen, wir haben schon mal wieder für den Rocket gekriegt. Sehr gut. Und sind schon Level 3. Und haben den Firefly freigeschaltet zum Kaufen, ne? Also wir können ihn jetzt kaufen, nicht dass er jetzt komplett frei ist für
Glückwunsch, du hast die Serie abgeschlossen. Geil, wir haben keine Stelle bekommen. Dafür hätten wir nochmal Bonuspunkte bekommen, aber leider nicht. Aber können wir jetzt theoretisch, können wir den Firefly kaufen, ne? Ja, den können wir sich leisten, aber die sind doch alle, die kann ich mir auch alle kaufen, okay. Ah, aber die sind ja alle, danach sind sie alle gesperrt, okay. Schöne Fahrzeugauswahl. Genau. Ich würde sagen, ja komm, ein Rennen können wir noch machen. Wir haben, glaube ich, auch noch ein einzelnes Rennen übrig hier. Das ist, glaube ich, nur ein Rennen, genau. Das ist mehreren Heats, also Qualifying und sowas. Aber gut, da können wir ja trotzdem schon mal anfangen. So ist ja nicht, ne? Drei Runden, genau. Multi-Heat, also fahren wir fahren Qualifying, ja, Halbfinale und dann Rennen, so wird's laufen. Das wird der Plan sein. Ich würde sagen, auf dem Crash Canyon, die Strecke hat ihren Namen behalten, das ist schön. Passt aber auch ganz gut. Wir werden jetzt richtig Spaß haben. Mit den Figure-8-Strecken meine liebste Strecke im Spiel, weil es halt erstmal da hinten in den Kurven kracht wie Sau. Und wenn die Leute einem entgegenkommen, kracht es wie Sau. Und das ist mit realistischem Schaden, kracht das ganz schön wie Sau. Also dementsprechend könnte es sehr lustig werden. Da müssen wir jetzt auch höchstwahrscheinlich ein bisschen aufpassen, obwohl es nur drei Runden rennen, ne? Also ist ja harmlos. Wir müssen auf jeden Fall immer in der ersten Hälfte des Feldes landen. Dann kommen wir ins Finale und da wollen wir dann natürlich dann um den Sieg fahren. Das ist natürlich soweit das Ziel. Ja, das hier ist Crash Canyon. Schöne Strecke. Hat auch schon in der Beta gut Spaß gemacht. Hey, da haben wir einige Wagons dabei. Ja, ja, ich werde gut auf den Sack kriegen. Oh, jetzt sieht man sogar den Event Progress. Das ist natürlich sehr geil. Wir sind im einen der Viertelfinale. Ne, Top 12 Halbfinale, so rum. Und, ja, ich würde mal sagen, Schwierigkeitsgrad passt immer noch alles. Und, ich würde sagen, legen wir los. Platz 5 von 24. Wir müssen natürlich in die Top 12 kommen, um hier weiterzukommen. Aber da mache ich mir erstmal keine Gedanken. Natürlich erstmal am Start, so gut es geht hier am Feld durchflügen. Dann sind wir schon auf Platz 12. Opa. Ja. Und der Shepard doch schon am Anfang ganz gut. So, erstmal wieder Ziel durchflügen durchs Feld. So schnell wie möglich nach vorne. Schön zwei Leute gleichzeitig rausgedreht. Ja, das ist einfach das Skill, den man sich über die Beta angeeignet hat. Dann kommt sowas zustande. Ich muss auch sagen, der Mustang fährt sich saugut. Also ich bin in der Beta, glaube ich, nie gefahren. In der vorherigen Version. Aber ein Schaden, also ich krieg kaum Damage, wenn ich einen reinballer. Komm, auf jetzt. Komm, ab in den Gegenverkehr, ab in den Gegenverkehr. Tschüss! Fuck! Oh Gott. Jetzt habe ich ein Problem. Au! Jetzt kriegt der realistische Schaden, killt er mich nämlich. Ach, Kacke. Wer hat denn eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oder wie das Karma nochmal heißt. Fuck it. Aber jetzt mal gut Damage bekommen. Wir sind noch in den Top 12, also alles gut. Komm mal ab. Ah, da ist mein Rivale. Wie ist es eigentlich mit Rivale geworden, obwohl ich in den Gegenverkehr gekickt habe? Oh, man sieht meinen Motor durch die Haube. Das ist sehr interessant. Weil mir jemand auf die Haube draufgesprungen ist. Fuck it, ey. Ja, dann geht's vom Leben noch. So, habe ich meinen Rivalen gerecht? Ja, habe ich. Sehr gut. Rivalen getroffen. Gerecht habe ich mich anscheinend noch nicht richtig. Aber es war die Verleitung war einfach so groß, in den Gegenverkehr reinzuschubsen. Weil, warum sollte man das nicht wollen? Warum sollte man den Gegner nicht in den Gegenverkehr schubsen wollen? Es gibt keine Gründe, das nicht zu wollen. Sind wir ehrlich. Komm ab jetzt. Hey, wird nicht mit selben Auto geholt. So, letzte Kurve noch da hinten. Und dann haben wir schon mal das Halbfinale durch. Okay, wir sind schon mal jetzt ein bisschen in die nächste Runde. Die Qualifikation haben wir jetzt, Halbfinale haben wir jetzt. Ist das Viertelfinale? Ja, müsste Viertelfinale sein, genau. Okay, ja. Da kommt nochmal, glaube ich, hier steht noch ein Menü zwischen. Wenn man zu schnell A hämmert wie ich, dann überspringt er das aber sofort. Also das ist ein bisschen ungünstig. Bei manchen Spielen stört mich, dass ich das nicht überspringen kann, aber hier wäre es ganz schön, wenn ich es nicht hier sofort überspringen würde. Weil ich würde gerne mal immer noch mal reingucken in das Menü, aber ja, dann darf ich so schnell A hämmern. Wenn du zu oft A hämmerst, merkt sich das Spiel anscheinend das und überträgt es zum nächsten Menü. Komm mal ab, komm, mach einen Abgang. Komm, du mach auch einen Abgang, kusch dich. So. Ist ja lustig, dass optischer Schaden nicht unbedingt immer mit dem anderen Schaden zu tun hat, weil ihr seht, meine Seite ist schon eingedrückt, ich bin noch 100%. Und andere Seite, komm rüber. Oh fuck. Ich sollte mal aufhören, die anderen Leute in meine Gegenverkehr schubsen zu wollen. Huhuhui. Ach, Kettenreaktion ist aber tolles.
Deswegen mochte ich den Domino Day damals auch so gerne. Das ist wie Crash Day. Komm. Diesmal haben wir die Chance auf den Sieg. Diesmal lasse ich mir die nicht vergehen, indem ich meine Autos in den Gegenverkehr schubsen zu müssen. Ja gut, vielleicht werde ich ihn trotzdem wieder in den Gegenverkehr schubsen. Das ist nicht abzulehnen, aber wir werden es einfach probieren. So, letzte Runde. Komm schon. Wir haben noch eine Kurve vor uns. Wenn er noch mal Fehler macht, können wir vielleicht noch was machen. Sonst wird das nichts mehr. Ja, der holt das nach Hause. Der holt das jetzt nach Hause. Da werde ich leider nichts mehr machen können. Außer er macht noch einen Fehler und springt vielleicht in den Gegenverkehr. Ich weiß nicht, was ihn zu der Suizidaktion bringen sollte, aber man kann ja mal hoffen, es geht immerhin um KI. Ne, schade. Es wird nur ein zweiter Platz. Aber gut, es war auch nur das Halbfinale. Wenn es im Finale, müsste es besser klappen. Im Finale möchte ich natürlich auf den... Platz, ist natürlich klar. Da wollen wir nirgendwo anders hin. So, genau das habe ich nämlich übersprungen, das Menü. So, Finale ist angesagt. Oh, wir schauen sogar vom Platz 3. Okay, wir haben auf jeden Fall eine sehr gute Ausgangslage, um hier einen Sieg zu holen. So, der vor uns auch hier getuned, der BAM Extreme. Die Gegner tunen, die haben ihre Kram deswegen auch getuned mittlerweile. So, dann wollen wir uns mal den Sieg holen. Dann holen wir uns mal den Sieg hier. 6 Runden ist das Finale lang. Junge, okay, das Finale ist länger. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Normal war das Finale immer gleich lang. Macht aber Sinn, dass es ein bisschen länger ist. Das Rekord hier auf der Strecke sind 6 Runden dann auf jeden Fall nochmal eine Menge. Im Sinne von, es kann halt noch viel heftiger krachen. Man muss halt immer aufpassen, wenn hier jemand mal außerdem meint, meine Gegenverkehr jumpen zu müssen. Dann wird es halt kritisch, weil es kann halt immer passieren, dass irgendwann mal leicht gerammt wird, dann hängt er die halt mitten in der Windschutzscheibe. Sehr ungeil. Zu viel reingeschmissen in die Kurve. Oh, seht ihr, das meine ich. Da kommt schon der erste angeflogen und da geht schon mal voll in den Gegenverkehr. Da sind beide voll in die andere Richtung geflogen. Genau das meine ich. Wenn genau in dem Moment einen abkriegst, das scheppert halt richtig und das gibt dir so viel Damage. Und natürlich voll jemand dadurch unsere erste Position hier hat. Dementsprechend aufpassen vor fliegenden Autos. Das ist hier gefälliger als man denkt. Bedeutet auch nebenbei schlechtes Wetter am nächsten Tag. Also wenn die Autos tief fliegen, ist schlechtes Wetter angesagt. Runde 3. Dann haben wir gleich schon die Hälfte geschafft. Das ist auch ohne Schaden, weil das sind mir schon geht nicht als Damage. Da sind die Jungs relativ harmlos unterwegs. Also auf die eine Aktion ist da jetzt noch nicht so viel los, Gott sei Dank. Ja, der BAM Extreme will aber dranbleiben. Also mache ich einen Fehler, ist der auf jeden Fall vorbei. Aber die Jungs sind hier gerade gut auseinander. Oh, und da geht der nächste weg. Ich bin aber im richtigen Moment nicht da. Das ist ganz gut. Also da ist gerade ein Kombi auf der linken Spur geflogen, weil der von der Kante runtergerutscht ist. Ich bin aber im richtigen Moment gerade an den Autos vorbei. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Ich will das Ding ja gewinnen. Ich weiß, ihr habt da Bock drauf. Ja, und also eigentlich habe ich auch Bock drauf, wenn mein Auto gegenfliegen würde. Ja, gibt's ja zu. Aber im Moment sind die zu handsam. Kann ich sogar meine Führung gegen BAM Extreme ausbauen? Komm, wir wollen hier den Sieg haben. Oh, da fährt aber jemand in die falsche Richtung, kann das sein? Nee, doch nicht. Okay, der hat gerade gewendet. Okay, alles gut. Kam mir gerade so rüber, als wäre da gerade jemand in die falsche Richtung gefahren. Das wäre nicht so geil. Der lässt nicht locker, ne? Der lässt nicht locker. Dahinter ist eine größere Lücke, aber er bleibt auf jeden Fall dran. Da kriegt man natürlich im Multiplayer noch mehr Bock, weil dann kannst du dich natürlich viel mehr drauf anlegen, nicht mit Leuten zu crashen. Dementsprechend, natürlich werden Multiplayer-Videos ohne Ende kommen. Ich habe mich jetzt die Tage natürlich auch auf die Multiplayer-Server begeben und dann werden wir natürlich auch ein bisschen Multiplayer zocken hier bei Wreckfest. Das ist natürlich sowas von auch klar, möglicherweise. So, letzte Runde. So, come on. Papa will den Sieg.
Wir sind sogar fast einmal überrunden gerade. Wir fahren hier wirklich eine sehr gute Pace. Und da haben wir den Sieg. Sehr, sehr gut. Das waren sechs Runden sehr ereignisreich, gebe ich zu. Da war jetzt nicht viel passiert. Schiebe-3-Felgen haben wir freigeschaltet. Sehr gut. Und Auspuff. Gibt es irgendwo ein Inventar? Weil, wie gesagt, ich kriege hier irgendwie sehr gut. Da haben wir sogar alle Sterne bekommen. Nice. Und wir haben auch neue Events haben wir noch nicht frei. Okay, wir müssen das mit dem Rasenmäher erst fertig machen. Aber jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Meine Wagen. Der hier. Upgrades. Aber ich habe ja die anderen Felgen. Ah, okay, die kriege ich dann wirklich geschenkt. Okay, die habe ich nicht geschenkt bekommen. Die habe ich aber geschenkt bekommen. Ah, aber nur vorne. Okay, ja, dann fahren wir so rum. Ist es mir egal. Wenn wir Teile geschenkt bekommen, dann machen wir das auch so. Und wie gesagt, den Rest, den schauen wir uns in der kommenden Folge mal an. In der kommenden Folge tunen wir uns in Rocket auch mal ein bisschen. Das wird auf jeden Fall so passieren. Und ja, damit bin ich raus für die erste Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen oben da. Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge hier bei Breakfast in der Karriere wieder. Bis dann. Tschüss.